Es geht irgendwie so schnell. Ein Organ tut nicht das, was es soll. Man wird älter, kann nicht mehr gut laufen oder sprechen. Oder der Gang zur Toilette wird auf einmal zum Thema. Und schon zieht da noch jemand ein, die Einsamkeit. Wenn immer mehr Menschen älter werden, dann werden sie auch einsamer. Der graue Druck nimmt zu. So nennen sie das in den Niederlanden. Gegen diesen unsichtbaren Mitbewohner, der sich dann bei älteren Menschen leicht einschleicht, die Einsamkeit, kann man aber etwas tun. Schlichte Idee, sehr schöner Effekt, sagt Norbert Lübbers. Und das ist sie. 160 Senioren und 6 Studenten sind eine etwas andere Wohngemeinschaft. Vor einem Jahr hat der Student Soris Duman ein Zimmer in dieser Wohngemeinschaft gefunden. Eine WG mit ungewöhnlichen Zimmernachbarn. Dach, Marti. Marti Woiling, 92 Jahre alt und inzwischen eine gute Freundin. Sie lebt seit 10 Jahren im Altenheim und hat 2 große Leidenschaften. Alte Puppen und den jungen Soris. Ich habe Soris adoptiert als meinen Enkel. Das kriegen wir ganz gut hin, oder? Das ist sehr gut. Marti ist topfit, körperlich und geistig. Ihre historischen Puppen restauriert sie noch immer selbst. Und Soris zeigt ihr am iPad, wie sie ihre Lieblingsstücke fotografieren und festhalten kann. Als Soris vor einem Jahr ins Altenheim zog, empfand er vor allem Mitleid für die Alten. Das hat sich grundlegend geändert, auch wegen ihr. Ich sehe unsere Freundschaft nicht irgendwie anders. Wir verstehen uns einfach super, weil wir einander auf Augenhöhe begegnen. Und das macht vieles einfacher. Marti inspiriert mich. Trotz ihres Alters will sie noch alles lernen und macht einfach das Beste aus ihrem Leben. Und das finde ich super. Heute gibt es Zuwachs für die Studenten-Senioren-WG. Julike von der Walz zieht in ihre erste eigene Wohnung. Sie ist jetzt eine der 6 Studenten, die im Altenheim leben. Tür an Tür mit 160 Senioren zwischen 70 und 104. Zuerst dachte ich, verrückt. Die Nachbarin hier, der Nachbar dort, alles alte Menschen. Aber das kann ja auch ganz gesellig werden. Ein holländisches Studentenzimmer für im Schnitt 400 Euro hätte sich Julike nur schwer leisten können. Das Zimmer im Altenheim ist möbliert und kostet keine Miete. Aber als Gegenleistung muss Julike wie die anderen Studenten 30 Stunden im Monat mit den Senioren verbringen. Viel Zeit zum Ankommen hat sie nicht. Der erste Einsatz noch am gleichen Tag. Studenten und Bewohner treffen sich beim Abendbrot. Julike will erste Kontakte knüpfen. Doch zunächst gibt es eine kleine Lektion in Sachen Tischmanieren. Soll ich das für Sie aufmachen? Nein? Ach so, das wusste ich nicht. Sie sagen, dass Sie das selbst können. Da haben Sie natürlich auch recht. Ich muss das nicht tun. Sie tun natürlich. Taktgefühl, den richtigen Ton treffen. Gar nicht so einfach. Mitbewohner Soris hat da deutlich mehr Erfahrung. Nach einem Jahr im Altenheim weiß er, was die Senioren wirklich wissen wollen. Sie interessieren sich schon sehr für unser Liebesleben, unser Sexleben, das Studentenleben, die Partys. Also das Sexleben jetzt nicht so im Detail. Aber sie wollen schon wissen, wer es mit wem tut. Die Hansestadt Deventer an der Eisel. 100.000 Einwohner, davon 26.000 Studenten. Doch schon im Stadtkern zeigt sich, auch die Niederlande kämpfen mit einer alternden Gesellschaft. Die Holländer sprechen vom Grijze Druk, dem grauen Druck. Neue Konzepte müssen her. Hey. Das Leben im Alter attraktiv machen, gerade auch im Pflegeheim, dafür kämpft sie. Gea Sipkes. Die Direktorin hat die Studenten ins Haus geholt und will damit vor allem eins erreichen, einen neuen Dialog zwischen Alt und Jung. Unsere Kinder sind ein bisschen wie Prinzen und Prinzessinnen aufgewachsen. Sie haben nicht gelernt, sich um ältere Menschen zu kümmern. Doch wir müssen unsere Sicht auf die Alten ändern, dass sie sehr wohl einen großen Nutzen für unsere Gesellschaft haben und dass die Beziehung zu ihnen wertvoll ist. Das sehen wir jeden Tag bei uns.
Julieke van der Waals lebt den Traum von vielen ihrer Generation. Sie studiert an der niederländischen Musical-Akademie im benachbarten Arnheim. Und träumt von einer Karriere auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Aber wenn die Uni vorbei ist, erlebt sie im Altenheim auch die andere Seite. Was es heißt, mit alten und pflegebedürftigen Menschen Tür an Tür zu leben. Mit einer der Mitbewohnerinnen hat sie sich näher angefreundet. Elli Weber ist 73, hellwach im Kopf. Nur die Beine, die wollen schon lange nicht mehr. Ich sitze meistens in meinem Zimmer oder draußen. So habe ich mein Leben hier verbracht. 10 Jahre schon. Aber Julika hat es geschafft, Elli aus der Reserve zu locken. Neulich kam die Dame sogar mit zu einer Studentenparty. Da haben wir das Trinkspiel Bierpong gespielt. Elli stand am einen Ende des Tisches und ein Student am anderen Ende. Und dann musste sie Bälle in Becher werfen. Da warst du richtig gut drin, ne? Ja, und ich hatte mooi. Ich habe schön den Ball in den Becher geworfen. Und der Student, der da stand, musste das dann austrinken. Es war nur so ein kleiner Schnaps. Aber der wollte das nicht. Der hatte keine Lust mehr. Hatte anscheinend schon zu viel getrunken. Ja. Ja. Das war leuk, hè? Das war schön, oder? Ja. Ein Höhepunkt des Jahres für alle WG-Bewohner. Das Oranjefest zum Königstag. Ja? Ja, prachtig, Kind. Ja, toll. Echt hübsch. Die Idee zur Party im Altenheim hatten die Studenten selbst. Sie wollten ein bisschen WG-Atmosphäre und auch ein wenig Anarchie in den Heimalltag bringen. Meine Sicht auf Ältere hat sich total verändert. Früher dachte ich vor allem an die Einschränkungen, aber jetzt sehe ich ihre Möglichkeiten und die Dinge, die sie sehr wohl tun können. Julieke wohnt jetzt seit ein paar Wochen im Altenheim. Sie und ihre Mitbewohner haben verstanden, es sind manchmal die kleinen Ideen, die Großes bewegen.